Ja, und wir haben gedacht, wir machen jetzt gleich ein Intro, also jetzt einfach einen Austausch kurz alle zusammen. Dann habe ich ein bisschen was vorbereitet, ne? Wie so ein Showkoch, bisschen so Input, was gibt es an Use Cases, Hintergründe für Definitionen für Digital Badges. Ein, zwei Beispiele jetzt aus unserem Kontext, das ist natürlich immer einfach. Christoph ist auch dabei, ist auch cool, der und jetzt seit neuem das Thema Gamification bei unserem internen globalen Lernbereich. Da können wir da auch mal drauf gucken. Und dann vor allem eben CLC würden wir gerne besprechen. Genau. Und da kommen wir eigentlich schon zur Übung. Ich weiß nicht, wir sind jetzt nicht so viele, da brauchen wir eigentlich jetzt gar kein Menti machen, oder? Dann gehe ich vielleicht Genau. mal kurz mal aus dem Sharing raus. Und die Frage ist eben, vielleicht machen wir es einfach hier, die Teilnehmer im Chat, quer durch, ne? Vielleicht ganz kurz, wer seid ihr und was war euer letzter Badge? Und was war die Frage nochmal genau? Warum habt ihr ihn gemacht, ne? Also der Motivator ein bisschen dahinter. Christoph, du bist direkt unter mir. Ich weiß nicht, ob das bei allen gleich Achso. ist. Willst du anfangen? Ja, bei mir bin ich genau auf der anderen Seite quasi. Wir rahmen die anderen ein, aber ich kann gerne anfangen. Also auch noch mal kurz vorstellen? Nee, ne? Das nicht. Ja, sehr kurz, was du machst, ganz kurz jetzt. Ja. Ja, okay. Wie Thomas schon sagte, ich befasse mich unter anderem mit dem Thema Gamification bei SAP, aber auch mit Podcasten und digitalem Lernen im Allgemeinen. Und daher das Spannende für mich ist, ich bin eigentlich jemand, der sich gar nicht durch Badges großartig motivieren lässt, es sei denn, sie haben einen wirklichen funktionalen Nutzen. Emotional bin ich beim Badges gar nicht so angefasst, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde das Thema deshalb auch umso spannender, weil ich sehe, wie unterschiedlich die Menschen darauf reagieren. Und ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht genau sagen, welcher mein letzter Badge ist, weil man kriegt auf verschiedensten Plattformen immer wieder mal ein Badge. Und manchmal merkt man es, manchmal merkt man es gar nicht. Also man kriegt eine Notification, eine Information oder auch nicht. Ich habe einen SAP Certification Badge mal bekommen für etwas, wo ich mich gar nicht zertifiziert habe und habe dann nachträglich erfahren, dass es nur ein Test war. Und das war eine schöne Überraschung. Ich dachte im ersten Moment, oh, das ist ja schön, das ist toll. Aber ja. Aber umso interessanter, wie Okay. gesagt, finde ich das Thema daher. Okay, danke. Dann Christopher, also Namensvorwand. Du bist bei mir unterm Christoph. Genau, ja, danke. Bist du mal? Christopher Henke, genau, von der Deutschen Telekom, da eigentlich primär so Projektmanager. Jetzt gerade beschäftige ich mich mit dem Aufbau und Ergänzen von Akademies zu Learning Journeys, etablieren wir da, um auf diverse Sachen aufmerksam zu machen. Und da kam ich jetzt auch auf das Thema Badges. Deswegen interessiert mich das sozusagen, wie kleinteilig vergibt man die oder wie groß und was genau sozusagen will man da damit zeigen, welchen Erfolg will man damit küren oder so. Also genau da interessiert mich die Diskussion. Mein letzter Badge war, glaube ich, so ein Safe Scaled Agile Badge, an den ich mich erinnere. Okay, danke. Und Leonid, dein letzter Badge und was Mein machst du Netz. so? Also ich bin bei der Volkswagen AG in der Digitalisierung oder HR. Meine Themen sind dort Podcasts und jetzt auch nur seit neulich das Thema Enterprise Social Network. Und ich muss sagen, so mit den Badges, so auf der Firmenseite haben wir das einzige Badge, was wir irgendwie bekommen können oder uns vergeben, was man in dem ESN sieht, ist halt, dass man ein Collaboration Guide ist. Aber das bekommt man auch ziemlich automatisch. Da finde ich jetzt nicht so besonders. Ich habe mir gedacht, was für ein Badge wäre für mich spannend. Und eine Sache ist mir aufgefallen auf GitHub. Ich weiß nicht wieso. Also ich habe da irgendwas mal, irgendeinen Code hochgeladen, was auch immer. Da gab es ein Badge, das hieß Arctic Code Vault Contributor. Das ist ja dieser Speicher da irgendwo, na, der da steht. Und da wird irgendwie auch Code, also alles Mögliche archiviert. Und irgendwie ist halt aus einem von meinen Code Repositories da reingelandet. Und ich fand das spannend. Und ein Kollege von mir, bei ihm ist ein Badge, da steht
dass sein Code für den Mars Rover mit benutzt wurde. Also anscheinend hat er irgendwo beim Linux contributed und irgendwie ist das da reingekommen über so Open Source Wege. Und er hatte auch ganz stolz das bei uns rumgeschickt und gesagt, hier, guck, also mein Code ist in dem Mars Rover. Und sowas fand ich wirklich cool, also weil, also ich wusste nicht, wie man da hinkommt, aber das war etwas so, wo ich denke, wow, das hat so einen Impact. Nicht einfach so, zum Beispiel auf dem Sendegate-Forum gibt es ja Badges. Man bekommt Badges, wenn man 20 Replies gemacht hat, finde ich jetzt nicht so, was mich so motiviert. Aber das auf GitHub fand ich schon sehr interessant. Mhm. Ja. Okay, danke. Matthias, willst du auch ganz kurz sagen, was dein letzter Badge war? Ich glaube, der letzte richtige Badge war bei der Corporate Learning Community letztes Jahr. Da gab es so ein Corporate Learning Community Camp und als Teilnehmer und Sessiongeber habe ich da tatsächlich ein Badge bekommen, habe ich gar nicht vorher gewusst. Auf einmal war es da. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch häufig eher Teilnehmerzertifikate bekommen, aber mit so einem Verification-Link, sowas wie Coursera oder so, was nah dran ist aus meiner Sicht, aber nicht wirklich sich angefühlt hat wie der normale Badge. Okay, danke. Simon? Mein letzter Badge war Teams Administrator und ich bin gerade im Lernpfad des Azure Administrator Associate mit drin und roll gerade so ein bisschen das Thema Microsoft Admins Badges auf und hat damit zu tun, dass ich bei einer Lernagentur arbeite mit dem Thema Digitalisierung und so weiter und finde dieses Badges total spannend, weil ich mache viel mit dem Thema Adoption von Microsoft und merke, dass dort so Champions-Netzwerke ausgerollt werden und dort ist die Diskussion natürlich immer groß, Champions, Badges, ja, nein und hängt für mich so sehr viel mit dem Thema Unternehmenskultur zusammen. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist heute, ob das mit da reinkommt. Würde ich spannend finden, wie eure Meinung, Erfahrung dazu ist, Badges als Motivationsfaktor auch in Unternehmen, ja, nein, passt es überhaupt zur Kultur und ist es nicht anders als so eine Art akademischer Titel, den ich mir früher bei der Bundeswehr irgendwie draufgepflastert hatte und sagte, ja, mehr Eichenlaub drauf, umso besser. Was ist Signalwirkung, was nicht, das wäre ganz spannend. Ich habe es mal aufgeschrieben, Kultur, kann man gucken, wenn wir es noch nicht hatten, lassen wir es dann am Ende nochmal anschauen. Ja, cool. Okay. Also dann nur ganz kurz, mein letzter Badge war ein Random Surprise Badge in unserer Community. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ich glaube, weil ich einen Blog gepostet habe irgendwo erst. Die ergeben so Fun Badges. Hat mich ein bisschen gefreut. Ich war kurz irritiert und habe geguckt, warum habe ich denn das bekommen? Und der davor war ein Coaching Badge. Also ich bin subinterner Coach. Und da muss man aber irgendwie so ein Formular ausfüllen und da gibt es verschiedene Kriterien, das ist nicht automatisiert, also muss man eine Ausbildung mitgemacht haben und irgendwo eingetragen und so ein Erstassessment gemacht haben und so weiter. Und das habe ich aber schon gern eingetragen, weil ich mache gern Coaching und ich fand es eigentlich ganz nett, eine nette Wertschätzung, dass man da jetzt auch ein Badge bekommt. Aber ich bin auch hin und her gerissen da zwischen Karotte und interner Motivation. Und was auch witzig ist, wir hatten uns schon vor Jahren mit dem Thema beschäftigt. Ich finde, jetzt ist es länger still geworden, aber jetzt ist es wieder hochgepoppt. Und da fand ich auch die Arbeitsgruppe ganz cool, da in der Corporate Learning Community nochmal drauf zu schauen. Vielleicht gucke ich einfach mal. Wer mag Badges? Genau. Sollen wir da nochmal, Matthias, sollen wir da nochmal drauf gucken? Oder haben wir jetzt so ein bisschen schon mitgehört? So unterschiedliches Stimmungsbild, ne? Brauchen wir nicht so. Bei so einer kleinen Gruppe können wir auch. Okay. Seht ihr die Folien jetzt im Vollbild? Ja. Okay, perfekt. Ich habe auf LinkedIn mal eine Umfrage gemacht. Okay, das ist jetzt eigentlich keine super valide, reliable Skala. Und irgendwie ist das Stimmungsbild schon positiv, Badges gegenüber. Also wenn das Sinn macht, jetzt jeden Badge. Man sieht auch, Menschen sind unterschiedlich vielleicht motiviert, die nehmen alles, was sie kriegen können an Badges. Viele sagen aber, wenn es Sinn macht, ich habe ein bisschen so spaßeshalber noch gesagt, ich mag lieber Papierzertifikate, ist ein riesiges Thema, gerade bei digitalen Badges, da hat niemand drauf geantwortet. Es gab noch eine lange Diskussion drunter. Vielleicht mal ganz
kurz zum Intro, mal ein paar Folien. Auch danke an den Jochen Robes, der hat mir ein Foliendeck gegeben, da habe ich ein bisschen was kopiert. Habe ich auch im Appendix einen Link zu einer großen Literatursammlung, was er gemacht hat, und Folien, viel größerer Vortrag noch. Aber was ist es überhaupt, ein Digital Badge? Das ist eine Online-Repräsentation eines Skills. Das ist jetzt eine Sichtweise, es gibt eigentlich nur andere, da komme ich nachher drauf. Die unterstützen in der Regel eben Lernenden und ihre Lernprozesse auf einer Plattform, auf der sie herausgegeben werden. Jetzt Beispiel hier Khan Academy zum Beispiel. Und wir haben dann die sogenannten Open Badges, initial von Mozilla ins Leben gerufen. So das führende Format, digitale Badges und Kompetenznachweis, verifizierbar, das ist das Interessante, auch portabel, haben normal irgendwelche Infos drauf, sind da hinterlegt, also über den Aussteller, wie man die sich verdient hat, und inzwischen, also ist es von Mozilla abgelöst, und IMS, also ein globale amerikanisch ansässige Firma, die sich so um Standard von EdTech kümmert, die wir auch bei der ganzen SCORM-Diskussion und dann der TinCan-Diskussion beteiligt. Und inzwischen gibt es über 24 Plattformen, die die Open Badge Standards erfüllen. Also bekannt ist sicher Moodle, aber auch Acclaim, Badger, oder Acclaim heißt jetzt Credly. Das sind eben Plattformen, die dann verifiziert so Badges aufbewahren, ne? Und genau, kann man eben austauschen. Ich habe nachher nochmal ein Bild dazu. Was sind jetzt so verschiedene Kriterien jetzt aus Seiten der Ausstellenden? Also da gibt es unterschiedliche. Natürlich gibt es manchmal gibt es Assessments, das kann formativ sein, diagnostisch, summativ. Ne? Bei mir jetzt bei dem Coaching Badge war es zum Beispiel eher, da muss ich verschiedene Kriterien erfüllen. Gibt verschiedene Kompetenzen, die man nachweist, klar, persönlich bis hin zu fachlich. Gerade im IT-Sektor sind immer viele, also Oracle, SAP, Microsoft, also hast du vorhin zu Azure angesprochen, also da gibt es relativ oft, AWS auch, Bescheinigung, ist oft nur eine Zertifizierung, aber auch Selbsteinschätzung, manchmal ist es nur eine Teilnahmebestätigung. Ja, nochmal ein Beispiel dazu. Soll ich da jetzt überall durchgehen? Ne? Gültigkeitsdauer ist auch unterschiedlich, ne? Begrenzt auf Jahre, kennen wir gerade von Zertifizierung. Wenn es vielleicht neue Releases gibt im Softwarebereich oder unbegrenzt, Geltungsbereich. Interessant ist natürlich international, kommt natürlich aber dann wieder auf Sprache und die Domain an. Und die Aussteller, auch schon erwähnt, es kann automatisiert sein. Vor- und Nachteilen, jetzt nach einer Zertifizierung oder nach irgendwas geklickt oder eben durch Fremdbeurteilung oder eine Community oder durch Expertenzertifikation. Genau, und am interessanten ist es sicher natürlich, wenn die Portabilität offen ist, also wenn ich das mitnehmen kann in so einer Art Rucksack. Use Cases, vielleicht nochmal, weil wir haben jetzt so ein bisschen gehört von dem Haupt-Use Case Nachweis von Qualifikationen, vielleicht auch von kleineren, also jetzt nicht nur einem Studiengang, sondern eine einzelne Qualifikation. Aber ein anderer Use Case, den wir jetzt auch besonders spannend fanden in der Arbeitsgruppe, ist wirklich Engagement fördern in Communities. Das wird derzeit gepusht, auch eher von Plattformen und digitalen Firmen, also LinkedIn gibt natürlich Badges, vorhin haben wir schon gesagt, ne, Microsoft, SAP und so weiter, aber die großen Lernplattformen wie Coursera, Udacity und so weiter, da kriegst du für jeden Abschluss ein sogenanntes Micro-Credential, und logische Verwandte sind eigentlich E-Portfolios und TinCan. Also TinCan ist also ein neuer Messstandard, der alles trägt, was eben so rund um Lernen und Wissen irgendwie Sinn macht. Und ePortfolio ist ja mein eigenes Lernen, meine eigene Beschreibung meiner Qualifikation, sage ich mal. Und das passt natürlich irgendwie, ja, muss natürlich immer zusammengedacht werden, weil die Badges sind da eben ein Teil oder die werden gemessen bei TinCan. Und wenn man in die Zukunft guckt, klar, wird viel diskutiert, heißt da Blockchain eine Lösung, wird oft diskutiert. Ich glaube, die Challenge ist, da müssen sich halt Netzwerke bilden, jetzt auf Seiten von Anbietern oder Ausstellern. Bei Universitäten, die tun sich sicher schwer, kennen wir ja, sind oft schwerfällig.
werden wahrscheinlich so die großen digitalen Lernanbieter werden da früher was machen. Ne? Genau, aus einer Diskussion, die wir mal hatten auf LinkedIn, fand ich auch gut, war, was ist überhaupt, wann sind sie erfolgreich? Also wenn ein Mehrwert für Firmen, Individuen, einfache Nutzererfahrung und gute Story für den Nutzer, wenn das irgendwie zusammenkommt. Genau. Wie kann es ablaufen technisch? Vielleicht auch nochmal interessant. Ne? Ich habe irgendwie einen Aussteller, der macht irgendwelche Badges oder Badges-Kategorien, awardet dann die Lerner, die sich denn verdient haben, und die storen das dann eben auf einer Plattform, die sehr beliebt ist, ne? Das dann auch zu teilen in meinem LinkedIn-Profil unter Skills, unter ich weiß gar nicht, wie der englische Begriff heißt. Genau, und das ist dann eben auch verifiziert durch den Aussteller, was ja gerade das Interessante ist. Jetzt das Thema Badges in Spielen und Gamification. Kennt ihr sicher alle, die schon mal irgendwas mit Online-Spielen zu tun gehabt haben oder mit Nicht-Online-Spielen? Da fällt mir gerade kein Beispiel ein. Aber hier ist ein älteres Spiel, Farmville. Kennt ihr vielleicht noch, aber wahrscheinlich eigentlich an jedes Online-Spiel hat irgendwelche Badges und das hängt nämlich mit Punkte und Level und so weiter zusammen. So ein älteres Buch, was ich ganz gut fand, das Gamification by Design, da wurde es auch schön beschrieben, ne, wie ich mit so einem Engagement-Loop sowas einsetzen kann, also Punkte, Missions und Badges. Ich habe eine Mission, eine Aufgabe, eine herausfordernde, kriege dann Punkte und dann auch irgendeine Badge, wenn ich irgendwas erreicht habe. Also im Sinne von Fortschritt oder eben Rewards, habe dann eine hoffentlich positive Motivation. Oft ist es dann verbunden mit dem Social Call to Action, also das irgendwie teilen, jemand einladen, wie auch immer. Und so geht es eigentlich immer weiter. Also ist auch im Prinzip jetzt in Design von digitalen Anwendungen oder von ganz anderen Bereichen. Also wo es zum Beispiel auch oft vorkommt, ist bei so Kundenbindungsprogrammen. Also wir kennen alle Lufthansa, Miles and More, wie wichtig manchen doch die Status-Level sind. Gibt es halt andere Beispiele. Was auch noch hilfreich ist, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ist, wenn man jetzt auch so die unterliegenden Motivatoren schaut, da ist das Octalysis-Rahmenwerk ganz gut, ne, wo man sieht, eben ja, das ist ein Bestandteil, wenn man eben was erreicht oder die Ownership hat, also virtuelle Güter oder eben Punkte oder eben hier jetzt Punkte oder Statuspunkte. Man sollte aber, wenn man jetzt irgendwie Motivations- oder Engagement-Design macht, immer noch andere Motivatoren sich überlegen, wie soziale Influence ist ein sehr starker Motivator oder negative Motivatoren, wie jetzt zum Beispiel FOMO, also um irgendwas zu vermeiden, wie zum Beispiel Knappheit, künstliche, durch Knappheit, genau. Kann was auch vorhin angesprochen, das ist eben jetzt einfach ein Beispiel, wie man Badges entwickeln kann, mit halt verschiedenen Kriterien. Vielleicht, ich weiß nicht, können wir vielleicht nachher nochmal drauf gucken, wenn ihr Interesse habt. Ich würde zuerst gerne ein paar Beispiele zeigen. Eins ist hier aus der Sub-Community. Da haben wir so einen Reputation-Bereich. Das ist jetzt einfach mein Screenshot, zwar am einfachsten, da ich habe viel so random Surprises gekriegt, weil ich jetzt Blogs oder was auch immer gemacht habe. Wir haben aber auch zum Beispiel Sachen, die ich selber angelegt habe, so eine Wissensteil-Mission. Ja, da ging es um Remote Learning, eure Tipps. Das hat super funktioniert, haben viele Leute mitgemacht und haben eben den Remote Learning Advisor Badge bekommen. Viel mehr, wie wenn ich sonst noch frage, hey, teilt mal eure Erfahrungen in den Kommentaren von dem Blog. Oder hier war es noch, gibt es auch so Badges, wenn ich Blogs schreibe. Manche sind auch gestaffelt. Und da gibt es noch relativ viele, also können auch gerne mal nachgucken. Also zum Onboarding, zur Zusammenarbeit. Auch wenn man Fragen beantwortet, bekommt man ein Badge und viele sind auch gestaffelt. Also vielleicht am Anfang, wenn ich mehrere und ganz viele beantwortet habe. Event-Teilnahme, Tutorials durchzuarbeiten, auch wenn man einen OpenSAP-MOOC durcharbeitet oder Spaß-Badges. Dazu, weil ich mache das ab und zu, sobald wir es aufsetzen, hier vielleicht nochmal interessant, so eine Checkliste, was wir jetzt immer uns überlegen, bevor wir jetzt ein Mission und ein Badge, das gehört ja immer zusammen, ich habe irgendeine Aufgabe, kriege ein Badge dafür.
machen wir es. Ich brauche irgendeine Beschreibung, irgendwelche Ziele, also was will ich, Engagement, besseren Content oder was auch immer, welche Kategorie, ich habe gerade ein paar gesagt, was ist die Zielgruppe, Startende ist auch immer wichtig, manche gehen für immer, also eher Onboarding-Badges und Missions, manche sind eher zeitbezogen, natürlich Messkriterien. Automatisch ist nett, aber die sind oft dann nicht so gut. Also manuelle Prüfungen, wie zum Beispiel von Text oder irgendwas in den Kommentaren oder irgendeinem Artefakt, was jemand machen muss, wie ein Blog schreiben oder wie auch immer, oder einem kurzen Video, ist oft natürlich viel stärker inhaltlich. Spaßelemente sollten auch nicht zu kurz kommen. Natürlich auch Abhängigkeit, Mehrstufigkeit, sollte man sich überlegen, machen wir nur eins oder gibt es jetzt so ein wie so T-Shirt-Size-mäßig verschiedene Badges. Und dann am Ende muss ich das nachher designen, also schöne Grafik und auch überlegen, wie kann ich es technisch umsetzen. Genau, das war jetzt so Engagement in Communities und Badges. Wir haben dann bei uns auch noch Badges rund um Qualifizierung und da ganz unterschiedliche Kriterien. Zertifizierung, man muss eine 2 Stunden SAP-Berater-Zertifizierung machen, die so ein Test in einer Uni, also geprocktert mit spezieller Software, geht auch online, 3 Stunden sogar, nicht so. Dann haben wir Skill Badges, das kann ich bekommen, wenn ich so ein Hands-on-Learning mache. Oder Knowledge Badges, das ist dann noch einfacher zu erreichen, wenn ich zum Beispiel so einen Online-Kurs oder einen MOOC durcharbeite und am Ende ein Lab-Assessment gemacht habe. Genau, und das sind die verschiedenen Kriterien. Da seht ihr, gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt noch SAP-interne, da ist halt das Coaching-Badge von mir noch dabei oder welche für Partner oder reine Recognition-Badges, so um Wertschätzung zu zeigen. Das war jetzt zum Beispiel der für Coaching. Na, da kann man draufklicken, dann sieht man nochmal weitere Infos. Was sind jetzt die Earning-Kriteria und was sind vielleicht die Skills, die mit verbunden sind. Und dann haben wir nochmal Badges im Sublearning Hub. Das sind unsere, und da in den Lern-Communities, da war unsere Idee vor einigen Jahren, da vor allem das Engagement der Nutzer anzukurbeln. Christoph, willst du vielleicht so Sätze sagen, was wir da machen und wie das funktioniert? Ja, wie es funktioniert, ist wahrscheinlich der spannendste Punkt. Also generell haben wir uns vor einigen Jahren da gedacht, Lern-Missions im Connect mit Social Learning, also den Learning Rooms, wäre eine gute Idee und haben eben einiges an Missions aufgesetzt und kommen auch immer noch hier und da welche dazu. Und wir haben auch gesagt, die Missions muss man akzeptieren, die finden nicht einfach irgendwo im Hintergrund statt, quasi ungefragt. Und man kann sie auch gezielt ablehnen, dass man sagt, ich möchte nicht mitmachen. Und dafür kriegt man dann Punkte und ein Badge. Und es gibt auch so Progression Missions, wo man also so ein bisschen nach vorne gehen kann. Und das Feedback, das wir bekommen haben, war sehr geteilt. Das ging wirklich von, wir sollten unbedingt sofort damit aufhören, weil die Menschen seien hier zum Lernen und nicht zum Spaß, bis hin zu, ach ja, Missions helfen einem so ein bisschen weniger ziellos umherzuirren und ein Badge ist dann auch immer ein nettes Achievement. Und Badges werden von manchen Leuten eben auch gerne gesammelt, einfach wie man vielleicht Panini-Bildchen sammelt, nur ohne eben das Tauschen am Schluss, weil man ja so seine persönlichen Erreichungspunkte damit markiert. Und wir haben aber auch gemerkt, dass alle Missions, die man aufsetzen muss, also wir haben in den Learning Rooms auch immer sogenannte Learning Room Leads, also Trainer, vor allem die sich für den Learning Room verantwortlich fühlen, die den moderieren, die Live-Sessions machen, alle möglichen Aktivitäten da. Für die ist es nicht sehr erstrebenswert, da nochmal zusätzlich Arbeit reinzustecken. Gerade wenn es darum geht, dass man auch qualitativ vielleicht das Ergebnis von der Mission auswerten muss, wenn es zum Beispiel ums Bloggen geht oder um Fragen beantworten, dann kommen eben auch immer
einige Leute dahin und schreiben so einen Blog, das quasi wenig Inhalt hat. Oder die Antwort auf eine Frage ist einfach nur Yes, man, great question oder so. Und da denkt man sich dann auch, ja, der Nutzen ist dann auch irgendwo begrenzt, je nachdem, wie viele das machen. Und von daher sind die Erfahrungen durchaus gemischt. Aber eine wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, wenn man Gamification und auch Missions irgendwie integriert, ist auch die gute Integration in die Software, in die Tools, die man benutzt, sehr, sehr wichtig, dass das sich nahtlos in die Learning Experience oder die User Experience integriert. Und das hatten wir aus unterschiedlichsten Gründen da nicht so wirklich geschafft bisher. Und das ist für unser Dafürhalten so ein bisschen auch ein ganz großer Bremsklotz gewesen, um das so zum Starten zu bringen. Aber wie gesagt, es gab auch positives Feedback. Ja, ich glaube, konzeptionell war es eine tolle Idee von uns. Weil wir haben ja gedacht, dass wir kleine Aufgaben, also dass Leute damit halt ein bisschen anders lernen. Also wie so mit kleinen Aufgaben, die teilen ja Wissen, es reflektieren sich, also theoretisch denke ich, aber dann die technische Umsetzung, wir haben da eine komplette Gamification-Plattform angeschlossen. Das war natürlich vielleicht, ja, war halt sehr mächtig und ja. Und ist eigentlich immer ein Zeitenaufwand. Aber ein bisschen das Engagement hat es auf jeden Fall nach vorne gebracht. Ja, und man muss wirklich sagen, also wir haben ja auch ein eigenes Tool mit SAP Jam genutzt für die Learning Rooms. Und da läuft man dann immer in das Problem, dass das Produktmanagement und Entwicklungsteam von diesem Produkt ganz anderen Fokus hat, als uns jetzt mit der Integration von Gamification zu unterstützen, weil wir so ein ganz besonderer Use Case waren und die natürlich vor allem ihre eigentlichen Kunden im Fokus hatten. Und da ist man dann auch einfach kapazitätsmäßig an ganz vielen Punkten nicht so richtig vorangekommen. Genau. Ja, dafür gucken wir dann mal auf CLC, dann haben wir nur noch eine Viertelstunde. Danke, Christoph. Also ein bisschen was zu der Arbeitsgruppe, was wir da besprochen haben und dann gleich das Konzept noch, also die verschiedenen Möglichkeiten. Also wir haben ganz unterschiedliche Ziele, also sicher Motivation in der Community motivieren, also so ein Community-Aspekt, auch Gemeinschaftsgefühl stärken, Engagement, aber auch einen Überblick über Möglichkeiten, was man überhaupt machen kann, bieten. Aber auch mit Fragezeichen, ne, hier Kompetenzen dokumentieren oder Expertise sichtbar machen. Also eigentlich beides so ein bisschen von den Use Cases, die wir vorhin gesehen haben. Und das ist für gute Augen, aber das war eben so, sind die verschiedenen Kategorien, wo wir jetzt in der Arbeitsgruppe besprochen haben oder was eben so der Output war, ist noch viel größer. Also wir haben da eben auch den Canvas ein bisschen benutzt und Ziele, Prerequisites, Messungen und so weiter. Vielleicht gehe ich ganz kurz mal durch und dann, oder Matthias, dann können wir gucken, wie man die am besten die Feedback und die Diskussion moderieren. Also auch hier Event-Badges, zum Beispiel für die Barcamps, aber auch, ne, also nicht nur Teilnehmer, sondern Mitarbeit auch, Session anbieten, war eine Idee. Dann die anderen Events und die Lunch and Meets organisieren, dokumentieren oder dort präsentieren. Community Badges, eben ein allgemeines, wie Mitglied sein, aber auch regionale Communities zu moderieren, teilnehmen. Onboarding ist also ein klassisches Thema für Badges, als neues Mitglied, neue Mitglieder auf den ersten Schritten begleiten, also für den so ein Mentor oder Buddy. Q&A, also Fragen aus der Community beantworten, Ansprechpartner sein, machen ja auch mal hier im CLC soziale Netzwerke betreuen, auf Slack, Twitter, was auch immer, oder Mitglied sein. Dann Themen-Badges, Themen-Lead sein oder daran arbeiten, wie jetzt in so einer Arbeitsgruppe. Da gibt es immer ein paar Projekt-Badges, zum Beispiel Projekt-Lead übernehmen, Projekt-Mitarbeiten. Und Fun Badges, da haben wir noch nicht so viele Ideen, sollte aber nicht fehlen.
Und was jetzt hier ein bisschen fehlt, wir hatten, glaube ich, auch darüber diskutiert, was mit Qualifikationsbadges, jetzt so ein LernOS-Pfad durchlaufen, macht das nicht Sinn, sowas, also ist jetzt nicht CLC, aber für mich hängt das alles eng zusammen, so ein Learning Circle durchlaufen, dafür vielleicht ein Badge vielleicht sogar zu bekommen. Ja, vielleicht mal die Frage genau an euch, welche von denen, also ob ihr jetzt in der Corporate Learning Community dabei seid oder nicht, welches davon würde euch denn am ehesten ansprechen? Vielleicht Leonid. Eine gute Frage. Also das mit dem Circle durchlaufen ist interessant. Ich weiß es nicht. Theoretisch, also was interessant wäre, wenn man vielleicht, also sag mal so, wenn es um so ein Organ-Laut-Circus geht, ob man dort praktisch mehrere Badges hat, die so den, also die Sternchen, ne? Also wie erfahren bin ich zum Beispiel, so ein Seniority-Level. Also das ist, glaube ich, schon interessant, wenn jemand zum Beispiel sowas darstellt. Einfach wenn man jetzt Leute sucht und sagt, ich will jemanden mit viel Erfahrung zu diesem Thema befragen oder so. Und das wäre interessant. So eine Ansammlung an allen möglichen Badges, die ich in der Community hätte. Oh, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt, also Entschuldigung. Ja, ich wollte dir gerade die Stimme geben. Ach, ein Träumchen. Ich wüsste jetzt gar nicht so genau sozusagen objektiv aus der Liste raus, welcher mir am besten gefällt, für mich sozusagen subjektiv, aber ich hätte eine andere Idee oder ein Stimmungsbild dazu. Ich glaube, was ich gut fände oder was mir jetzt durch den Kopf geht, dadurch, dass ihr so viel Unterschiedliche jetzt mal vorgetragen habt, ist, ich glaube, ich würde für Sachen, die eh schon Spaß machen oder vermeintlich Spaß machen, wie jetzt vielleicht so eine in so einem Working Out Loud Circle oder sowas mit zu agieren, wo ich ja intrinsisch Bock hatte, vermutlich da interaktiv drin zu sein, würde ich jetzt wahrscheinlich die Wertschätzung für ein Badge am Ende nicht ganz so hoch bewerten, weil ich ja viel Bock hatte, damit zu machen, als, ich sage mal, ein relativ trockenes Training wie, keine Ahnung, so ein Projektmanagement-Zertifikat oder Scale, Agile-Zertifikat oder irgendwie sowas oder wo man vielleicht eh Mühe hat und der Lernpfad vielleicht auch ein längerer ist. Ich glaube, da fände ich es angemessener, immer mal wieder so ein Badge zu bringen, einfach um dieses Engagement, die Motivation hochzuhalten, den nächsten zu kriegen, als für Sachen, die vielleicht per se eh Spaß machen. Das wären so meine 2 Cent dazu. Danke. Und Christoph? Ja, Also, ich weiß es nicht, ich glaube auch eben, dass für mich ein Nutzen immer wichtig wäre. Also ein Nutzen in dem Sinne, dass ich auch irgendwo genau das, was du auch sagtest, Christopher, dass ich bestimmte Dinge teilen kann, wie zum Beispiel eine Zertifizierung oder dass ich irgendwas in irgendeinem Bereich wirklich Wissen oder Expertise habe. Dass auch in einer, zum Beispiel in der Community jemand weiß, aha, der ist jetzt, was weiß ich, ein Podcast-Coach oder so, dass das auch einfach als Badge irgendwo mit dran steht. Und dann hat man so gegenseitig was davon. Aber ob ich jetzt Blogger Stufe 1 oder Stufe 2 bin, das ist mir eigentlich egal und das würde mich auch nicht so motivieren. Also ich glaube schon, dieser gegenseitige Nutzen davon und das Hilfreiche ist wichtiger als einfach nur so ein buntes Bildchen irgendwo. Ja. Also was mir dazu einfällt, oder als Thomas, als du diese Seite geteilt hast bei euch im SAP mit den ganzen Badges, ich tue mich damit immer schwer, wenn da so viele kleine Badges verteilt werden, dass ich die als Nutzer oder als anderer Mensch, nicht derjenige, der diese Badges besitzt, dass mich das einfach irgendwie überfordert. Also ich müsste da draufklicken, gucken, was es ist, ist mir zu viel. Was zum Beispiel, was ich so aus den Spielen kenne, sagen wir mal aus, keine Ahnung, irgendwelchen, also wo man läuft und irgendwie Sachen sammelt, Quests und so weiter, zum Beispiel Diablo. Ich entscheide mich für einen Lernpfad. Ich bin dann Magier, ich bin Kämpfer oder sonst jemand und ich werde
immer aufgewertet, wenn ich weitergehe. Das heißt, ich könnte sagen, okay, ich entscheide mich für den Pfad des Podcasters und ich starte am Anfang als so ein, keine Ahnung, Novize, also Anfänger. Und ich kann dadurch, dass ich dann zum Beispiel Sachen unlocke, vielleicht, ich habe 50 Episoden aufgenommen, ne, dann habe ich praktisch, bin dann Magier zweiter Stufe, keine Ahnung. Also, dass ich weiß, ich kann einfach mal, um meinen Status gegenüber anderen Podcastern zum Beispiel zu zeigen, weil das ist ja, was ich mit den Badges auch erreichen will. Ich will ja zeigen, dass ich besser als die anderen bin, dass ich diese Sachen praktisch aufwerten kann. Also ich habe immer wieder eine Möglichkeit, meinen Status zu erhöhen und nicht einfach nur willkürliche Badges. Also ich habe jetzt bei diesem Sendegate-Forum geguckt, da bei mir sind, keine Ahnung, ich habe da 20 Badges für Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, einmal ein Like gemacht oder sowas. Das ist nichts, was mich motiviert, weiterzumachen dort. Vor allem oft weiß ich gar nicht, wofür ich sie bekomme. Aber wenn ich weiß, okay, es gibt halt zu einem Badge mehrere Stufen, so wie Scrum Master Stufe 1, 2, 3 und so weiter, ne, dann weiß ich, okay, es hat einen Ansporn für mich, vielleicht tatsächlich was zu tun, um diese nächste Stufe und die nächste Stufe zu erreichen. Und einfach mal zu zeigen, guckt Leute, ich habe da echt was gemacht, um dahin zu kommen. Weniger, aber dafür vielleicht eine Möglichkeit, dass sie unterschiedliche Reifegrade oder sowas abbilden. Thomas, du bist auf Mute. Dazu, ich weiß nicht, darf ich da schnell eine Frage stellen? Das würde nämlich jetzt vielleicht ganz gut passen. Was wäre denn aus eurer Erfahrung raus sozusagen die kleinste Menge, die man erreicht haben muss, um einen Badge zu vergeben? Damit also, man sozusagen genau in diese Falle nicht läuft, zu überbatchen sozusagen. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also die Klassiker sind Onboarding-Badges, dass du irgendwas machst. Und dem Leonid hat es ein bisschen angesprochen, es gibt ja normal so eine Progression-Journey, in dem, also wenn man es eher aus dem Game-Design her denkt. Und dann ist es am Anfang, soll es immer ein bisschen einfacher sein. Und dann geht die Kurve so hoch und dann die muss aber immer weitergehen, sonst wird es irgendwann langweilig. Was ich mir jetzt aber eben überlegt habe, ich meine, dann wäre der Karl-Heinz Pape der Superguru jetzt im Superleaderboard des CLCs und der wäre auch ein bisschen komisch, ne? Also daher, ich meine, irgendwie ist es auch teilweise eine Art Ehrenamt, wir teilen, also da tue ich mir auch ein bisschen schwer, da jetzt ein Leaderboard, also eine Rangliste zu machen und so wie man es auch spielen kann, wie es oft aber auch designt ist, jetzt auch bei einem Kundenbindungsprogramm, wo man solche Sachen oft sieht, ne? Vielleicht geht man auch nochmal in aggregiertere Level, oder? So was wie Ehrenamt und anderen helfen. Ich meine, sowas vielleicht zu clustern, Onboarding. Dafür gibt es auch dann häufig diese verschiedenen Kategorien, sowas wie Bronze, Silber, Gold, Platin oder sowas. Ne? Dann gibt es vielleicht nicht so viele Platin. Ne? Der Karl-Heinz hätte wahrscheinlich Platin, ich wahrscheinlich nicht. Aber dadurch kann man es so ein bisschen dann steuern, ob das unbedingt so sein muss, damit XL oder sowas. Mhm. Und ist vielleicht auch abhängig davon, welchen Reifegrad man als Person hat, was man davon in seinem, ich sag mal, LinkedIn-Profil teilen würde. Ne? Für jemanden, der das erste Mal beim Barcamp dabei ist, ist das vielleicht noch ganz cool, das dort zu teilen. Wer das 20. Mal dabei ist, denkt sich, was soll ich das auf LinkedIn teilen? Also wir hatten eine gute Diskussion mit Studenten. Also das ist aber ganz kurz den Punkt noch, weil das fand ich eine interessante Perspektive. Der Jochen ist ja auch Hochschullehrer und der hat einfach ein Seminar dazu zum Thema Bachelor's und Gamification und die haben jetzt unter anderem mich auch befragt. Und die haben mich gefragt, was würden Sie jetzt, wenn Sie einen Studenten einstellen, auf welche Badges würden Sie gucken? Also das fand ich eine super Perspektive. Ne? Wir jetzt nicht nur auf, was ist cool, was ist vielleicht spannend und hier so Engagement und so. Das ist vielleicht echt nochmal eine ganz andere Perspektive. Ne? Wenn ich das bei mir auf LinkedIn habe. Sorry, Christoph, du wolltest was sagen. Nee, aber das ist genau der Punkt, welche Badges sind für wen relevant. Und ich habe gerade hier nochmal geguckt in unserer SAP-Community, da habe ich 2013 einen Badge bekommen mit so einer Hand drauf und da steht nur IBOS hier. Also das würde ich zum Beispiel nicht empfehlen als ein Start-Badge. Es ist sicher so gemeint gewesen, dass man die Leute damit vertraut macht mit dem Konzept und du kriegst direkt was, nur weil du da warst. Aber ist ein bisschen übertrieben und ich habe dann, weil ich ein bisschen aktiver war, 2014 ein Badge bekommen, Thought Leader.
Das klingt natürlich, da wächst man dann natürlich vom Bildschirm gleich mal so ein bisschen, aber dann fragt man sich ja, und warum? wer hat mich jetzt zu einem Thought Leader erhoben? Ne? Das funktioniert, finde ich, auch nicht, wenn man dann so irgendwas überhöht, was gar nicht da ist. Also auch die Erwartungen irgendwie so ein bisschen überschreitet dabei. Und das finde ich dann schon immer so ein bisschen übergriffig, wo man sagt, ja, jetzt kommt man wieder runter. Also ich glaube, es ist so eine Balance zu finden. Ich mache die Leute vertraut mit dem Konzept und auf der anderen Seite eben aber schon darauf achten, dass man wirklich auch immer einen Mehrwert auch mit so einem Badge liefert, dass man sagen kann, hier deine Badge-Sammlung in der SAP-Community, die kannst du zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch auch zeigen und da zeigst du eben, dass du interessiert bist, dass du aktiv bist in der Community, dass du Wissen hast, dass du Skills vielleicht sogar hast. Also dass es auch wieder so gegenseitig was bewirken kann und nicht nur I was here oder... Genau, und das ist dann wahrscheinlich auch nochmal der Unterschied zwischen im System selber, also wenn ich in einem Lernprogramm oder in einer Lernumgebung bin, ich sag mal im SAP Learning Hub oder sowas, wenn es ein geschlossenes System ist, da macht es dann mehr Sinn, mehr Badges zu bekommen, um dran zu bleiben, zur Motivation. Aber im LinkedIn würde ich halt nicht die Motivationsbadges ablegen, sondern halt Qualifikationsbadges. Ne? Und da ist mir ein einstündiges LinkedIn-Learning-Training, ist mir ja schon fast peinlich, das da zu teilen, es sei denn, es war richtig gut, ne? Aber ein 40-stündiges Coursera-Kurs, wenn ich den durchgehalten habe, den würde ich da schon eher teilen. Ja. Also vielleicht nochmal dann ganz kurz euer, ich glaube, es sind schon über die Zeit, jetzt eine Minute, euer Feedback zum CLC, weil es ist schon ein spezieller Kontext, ist so eine Art freiwilligen Community, Lerncommunity. Also ich höre raus, nicht jetzt für irgendwelche unsinnigen, für so Kleinteilen, auch irgendwie für Qualifikationen, die man da mitkriegt. Das ist eine Frage, die schneidet man, da sind immer nur die Circle eingefallen. Jetzt an einem Barcamp teilnehmen ist jetzt nicht so die super Aussage bezüglich einer Qualifikation. Oder was meint ihr? Vielleicht nochmal ganz kurz ein Blitzlicht. Also ich kann mal schnell ein paar Gedanken vielleicht laut äußern, wobei ich sagen muss, ich habe das jetzt nicht unter dem CLC-Kontext zugehört für mich, sondern unter meinen Fragen, die ich hatte. Von daher ist wahrscheinlich mein Filterprozess jetzt ein bisschen anderer. Aber ich finde es gut, sozusagen generell für dieses Engagement, war ja auch in dieser Keynote von dem Daniel so, wir sollen ja die Leute motivieren und dann kommen die nächsten Schritte, also dafür super. Ich habe mir aber auch gemerkt, es muss immer irgendwie relevant sein, Christoph, du sagtest ja auch mit Nutzen, also da muss irgendwie was dahinter stecken, nicht einfach der Teilnahme, sondern schon, hab ein Thema präsentiert oder irgendwie so, also da muss ein Mehrwert dabei sein. Gamification sowieso, also damit es auch ein bisschen spielerisch Charakter hat. Und was mir noch geholfen hat, sind die ganzen Attribute, die du genannt hast mit Personalisier, Gültigkeitsdauer. Da hatte ich mir vorher noch keinen Kopf gemacht. Wer stellt es aus? Level und Messkriterium. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Okay. Danke. Leonid, du noch mal? In so einer offenen, sage ich mal, Community, was interessant wäre, also ob es dann so Badges gibt, die von anderen irgendwie, also die auf Basis vergeben werden, weil zum Beispiel ich vielen Menschen geholfen habe oder sowas, dass man sich so auszeichnet, dass man meint es mit Ehrenamt. Also ich glaube schon, dass diese Anerkennung und Wertschätzung über so ein Badge tatsächlich gut dargestellt werden kann. Also ich glaube, früher in Foren gab es ja auch sowas, so eine Anzeige, wie oft haben Leute den Beitrag als hilfreich markiert oder sowas. Ich glaube, das ist eine gute Motivation. Und es ist etwas, was nachvollziehbar und transparent ist. Genau, das, was Christoph, du hast ja, ich wollte zu dem, was du gesagt hast, sagen, man braucht diese Transparenz bei diesen Sachen. Wenn ich als Thought Leader einen Badge bekomme, dann wäre sinnvoll, zum Beispiel, da würde da stehen, keine Ahnung, 20.000 Leute haben dich als Thought Leader bezeichnet oder sowas. Dann bekomme ich Badge. Genau. Ich muss immer wissen, warum habe ich das? Wenn das nicht transparent ist, das ist schwierig. Und das ist, glaube ich, in so einer offenen Community einfach diese Wertschätzung und die Beziehung zu anderen Menschen, über solche Dinge zu zeigen, das wäre sinnvoll. Ob ich jetzt dreimal beim Lernhofs-Camp dabei war, weiß nicht, ob das jetzt Badge wert wäre. Also der Klassiker, ne? Eher Output wie Input. Also Input ist für mich, ich gehe irgendwo hin, Output ist irgendwie
kam irgendwo was Cooles raus und wurde vielleicht noch bestätigt. Ja. Okay. Gut. Wir sind jetzt schon über die Zeit. Genau, ich glaube, unser Rausschmeißer war eben schon da und ist wieder abgedampft. Ich hoffe, ihr fandet den Input hilfreich. Sonst danke für die Diskussion. Ne? Tragen wir zurück in die Arbeitsgruppe. Das Thema spannend. Wie geht es jetzt weiter? Ist es Mittagspause? Treffen wir uns irgendwo? Oder jetzt? Genau, jetzt ist Mittagspause. Okay. Alles gut, dann should we call it a day oder was machen wir jetzt? Nochmal? Okay. Also ich freue mich sehr auf die Podcasting-Runde in ähnlicher Runde. Ja, genau. Also übrigens dazu, ich habe da ein Board angelegt irgendwo in diesem ganzen Konzeptboard. Könnt ihr vielleicht ein paar Fragen von euch, die euch einfallen, da drunter packen einfach, dass wir anhand dieser Fragen diskutieren. Weil ich habe jetzt keine Präsentation vorbereitet oder sowas. Die Basics können die meisten. Aber wenn ihr so Fragen habt, die vielleicht sogar irgendwie interessanter sind, also im Sinne von nicht so typischen Fragen, wie lange darf ein Podcast sein, sondern sowas wie, was für Gefahren gibt es, wenn ich einen Podcast extern mache? Ja, das wird vielleicht Leute interessieren. Einfach mal als Posting drunter schreiben, wir können das später einfach irgendwie nach und nach durchgehen, je nachdem, wie viele Leute da sind. Wenn so eine gemütliche Runde ist wie hier, dann kann man die alle auch beantworten. Ja, cool. Dann sind wir uns um eins, glaube ich, da. Ne? Alles klar, dann guten euch. Ne? Jo, auf gleich. Ciao. Dankeschön. Danke auch. Ciao.